da in Küster und möchte euch mein zweites Lieblingsobjekt bzw. meine kleinen Lieblingsobjekte, und zwar die D-Mark, vorstellen. Im Rahmen des Marshallplans, dem Wiederaufbauprogramm, hatte hier die drei westlichen Alliierten beschlossen, in den jeweiligen drei Besatzungszonen, den Tri-Zonen, hier am 20. Juni 1948 die D-Mark einzuführen. Es wurde das Geld tatsächlich 1:1 umgetauscht, das heißt also Löhne, Renten und Miete 1:1 umgetauscht, und es gab ein einmaliges Kopfgeld für jede Person und für einen Monat 20 D-Mark in bar ausgezahlt. Um hier den Vier-Mächte-Status in Berlin nicht zu einem weiteren Konflikt führen zu lassen, hat man ganz bewusst beschlossen, dass man hier Berlin erstmal außen vor lässt. Der ganze Konflikt heizte sich dann aber an, als am 23. Juni 1948 die sowjetischen Alliierten wiederum in ihrer Besatzungszone und für Gesamt-Berlin die Ostmark einführte, übrigens unter den Berlinern und Berlinerinnen verspottet als die Klebe- und Tapetenmarke, reagierten dann auch die drei westlichen Alliierten, und zwar sie führten dann auch in West-Berlin die D-Mark ein, und das mit einer ganz besonderen Art, und zwar sie sahen genauso aus wie auch in Westdeutschland, jedoch mit dem kleinen Unterschied, dass hier in West-Berlin nochmal ein Stempel auf die D-Mark gesetzt wurde, und zwar ein großes B, unter den Berlinern und Berlinerinnen übrigens betitelt als die Bärenmarke. Übrigens ein öffentliches Zahlungsmittel bis zum 20. Mai 1949. Und hier kann man sie nochmal sehen. Einmal als 20-Markschein und dann auch nochmal als die halbe deutsche Marke.